Der Name Siperm setzt sich zusammen aus Si, was für Sinterung steht. Das ist der wichtigste Prozessschritt in unseren Herstellungsverfahren. Und dem Namen Perm, das steht für Permeabilität. Und das gibt eigentlich an, dass unsere hochporösen Werkstoffe durchlässig sind für Luft, Gase und Flüssigkeiten. Die Tridelta Siperm GmbH ist ein ausgewiesener Spezialist für die Produktion und Verarbeitung hochporöser Sinterwerkstoffe. Edelstahlpulver wird in unterschiedlichen Herstellungsverfahren über Druck- und Wärmebehandlung in die gewünschte Verarbeitungsform gebracht. Hier garantieren langjähriges Know-how und erprobte Verfahrenstechnik eine exakte Steuerung des Sinterprozesses und der daraus resultierenden Materialeigenschaften. Wir können kleine Bauteile in hoher Stückzahl vollautomatisiert fertigen. Auf der anderen Seite können wir auf Kundenanfragen für Speziallösungen auch reagieren. Hier können wir Schweißkonstruktionen realisieren für den Anlagen- und Apparatebau, aber auch einzelne Bauteile in der Messtechnik. Das heißt, hier sind wir für alle Bereiche eigentlich sehr gut aufgestellt. Unsere wichtigsten Werkstoffe sind poröser Edelstahl, das Material 316L mit Einsatzbedingungen bis zu 500 Grad. Wir verwenden ultrahochmolekulares Polyethylen mit Einsatztemperaturen bis zu 100 Grad und poröse Bronze, Material 9010 mit Einsatztemperaturen zwischen 200 und 300 Grad. Ein wichtiger Bereich für die Nutzung von Siperm-Werkstoffen ist der Einsatz bei der Fluidisierung von pulverförmigen Schüttgütern. In der Silotechnik verhindern feine, kaum rieselfähige Pulver einen reibungslosen Austrag des Schüttgutes. Mit den bekannten Folgeproblemen wie der Brückenbildung oder der Schachtbildung, wie diese Simulation zeigt. Hier kommen Siperm-Belüftungsböden zum Einsatz. Die dem Schüttgut gezielt angepasste Porosität des Belüftungsbodens sowie die exakte Steuerung der Luftzufuhr bringen das Schüttgut wieder in Fluss. Sinterplatten in unterschiedlichen Profilstärken sind das Ausgangsmaterial für die Herstellung der Siperm-Belüftungsböden. Solide handwerkliche Ausführung und kluge Planung sind die Basis für den hohen Qualitätsstandard unserer Schweißkonstruktionen. Flexibilität und Formbarkeit der Sintermaterialien erlauben die Produktion von unterschiedlichsten Bau- und Ausführungsformen. Ultrahochmolekulares Polyethylen ist das Basismaterial für die Herstellung von Siperm HP. Maßgeschneiderte Spezial- und Kleinserien werden im Handbetrieb hergestellt. Vollautomatisiert, auf mehreren Fertigungsinseln werden Großserien produziert. Produkte aus dem Werkstoff Siperm HP finden ihren Einsatz in der Pneumatik, der Lebensmittelindustrie, der Verfahrenstechnik, im Maschinen- und Apparatebau und in der Automobilindustrie. Schalldämpfung, Filtration, B- und Entgasung, Schüttguthandling sowie Kapillartransport und Speichern sind hier die Stichworte. Also wir sind zertifiziert nach den aktuellen Qualitäts- und Energiemanagementsystemen. Wir haben hier im Labor vielfältige Testmöglichkeiten, zum einen zum Untersuchen der Rohstoffe, die wir einsetzen. Aber wir können natürlich auch die fertigen Produkte untersuchen nach den Merkmalen, die für den Kunden von Bedeutung sind.
SIPERM, hochporöse Sinterwerkstoffe.